Jeden Freitag, meine sehr verehrten Zuschauer, ist hier in Sandhausen ein wunderschöner Bauernmarkt mit allerlei Köstlichkeiten aus der Region als auch aus der Pfalz. Wir sind von vielen Zuschauern angerufen worden und möchten doch mal bitte auch diesen Bauernmarkt einfach mal den anderen Leuten zeigen. Dem sind wir nachgekommen. Viel Spaß beim Zuschauen und danke für Ihr starkes Interesse an TV Überregional. Jetzt hat Sandhausen natürlich auch einen eigenen Imker. Herr Leptisch, machen Sie das selber? Alles mache ich selber. Ich bin Wanderimker, ich gehe in Schwarzwald, in Odenwald, im Pfälzerwald. Überall, wo was blüht oder wo was Honig, bin ich dabei. Ist das viel Arbeit? Ja, es ist nur Hobby, aber es ist auch schon Arbeit mit dabei. Also schon eine feste Einplanung in Ihr Leben, sodass Sie den leckeren Honig herstellen können? Ja, angefangen hat vor über 30 Jahren, dann ist es mehr geworden, aber zurzeit wird es wieder weniger. Also, liebe Zuschauer, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier sehen Sie den leckeren Honig. Und wo können Sie den bekommen? Johann Leptisch, Goethestraße 12a in Sandhausen, 06224 50381. Herr Leptisch, Sie sind fast jederzeit zu erreichen, außer wenn Sie wieder Blüten sammeln gehen, richtig? Ja, jawohl. Und ich bin auch noch Schichtarbeit, aber daheim ist fast immer jemand, um abholen kann. Also jederzeit kann jemand anrufen oder vorbeikommen? Jawohl, richtig. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Jo, danke auch. Tschüss. So, hier auf dem Sandhausener Markt, da gibt es natürlich auch besondere Sachen, wie zum Beispiel bei Ihnen. Stellen Sie sich mal den Zuschauern vor. Ja, mein Name ist Eilers, ich firmiere als Oliven Eilers und ich habe verschiedenste leckere Oliven aus aller Welt, mediterrane Sachen, leckere getrocknete Tomaten zum Beispiel, divers eingelegter griechischer Schafskäse, hier so lecker, lecker. Zum Beispiel gefüllte Peperoni und leckere Cremes, hausgemachte, gegrillte Sachen, alles lecker vom Fachmann. Wann ist immer Markt hier in Sandhausen? Hier ist immer Freitagsmarkt und von morgens um 7:30 bis mittags um 1. Na dann Leute, auf kommt alle zum Markt und vor allen Dingen hier gibt es ganz leckere gefüllte Weinblätter. Der Kameramann hat eben kosten dürfen. Ja, die sind lecker und wir versuchen auch über ein vernünftiges Preisgefüge die Leute sozusagen, dass die Sachen schmecken, weil wir versuchen, nicht überteuert anzubieten. Umso öfters und umso mehr wird gekauft. Ja, das ist der Sinn und Zweck der Sache, genau. Vielen Dank für das Interview, viel Spaß und viel Glück noch. Okay, Dankeschön. Danke.
wieder hier beim Tiroler in Sandhausen auf dem Markt. Hat sich irgendwas geändert von letztes Jahr, von den letzten Aufnahmen? Was gibt's Neues? Also es ist nach wie vor beständig, also ich kann nichts Negatives berichten, also von daher alles im grünen Bereich. Irgendwelche neue Wurstsorten? Ja, wir haben verschiedene neue Sachen dazu, neue Schinken zum Beispiel mit Walnüsse außenrum, schön fein gekocht und dann leicht geräuchert. Schmalz gibt es wieder, das ist ja zur kalten Jahreszeit, das ist auch immer ein Highlight eigentlich, die Kunden warten schon lange drauf. Und Käse haben wir sowieso immer wieder mal was Neues. Im Moment so mit Holunderblüte ist gerade ein ganz neuer Renner. Also, hier am Freitag in Sandhausen auf dem Marktplatz? In Sandhausen von 7 bis 1 Uhr. Vielen Dank, viel Spaß noch. Alles klar, danke. Ciao. So, hier werden jetzt die Kartoffeltüten vorbereitet für die Kunden. Ist das alles selbst gelesen, selbst geerntet? Also die Kartoffeln, die sind aus der Pfalz. Also die, da, was bei uns ist einfach der Boden zu trocken und geht es einfach nicht mit dem Anbauen bei uns selber. Also die Pfälzer Qualität, die wird ja immer groß geschrieben. Ja, also wir brauchen auch schon einige Kartoffeln hier. Also wir haben im Schnitt so 120, 150 Kilo pro Woche. Also läuft schon hier ganz gut. Respekt, alles klar, dann noch viel Spaß beim Verkauf. Jo, dankeschön. Du kommst auch noch dran. So, jetzt ein ganz besonderes Ereignis. Nullusheim hier in Sandhausen und zwar von Holger Gocht Spezialitäten. Was haben Sie denn Leckeres anzubieten? Also wir haben anzubieten von frisch bis geräuchert, gebacken. Also die tolle Auswahl an jeden Fisch eigentlich. Es gibt keine Möglichkeiten eigentlich, wo wir nicht erfüllen können, sage ich jetzt mal, ja. Und Sie sind auch jeden Freitag hier in Sandhausen? Genau, jeden Freitag von um 8 bis um 1 ist unser Markt, genau. Fantastisch, alles klar, auf das Jahr viele Leute hierher kommen und leckeren Fisch kaufen, bei Ihnen. Genau, dankeschön, tschüss. Danke. Bis bald, ciao. Ja, das machen ja alle beide. Also Sie haben so schön gelacht eben, als ich Gocht gefilmt habe. Jetzt sind Sie dran. Die ganzen Blumen, sind die selbst gepflückt und überhaupt? Nur selbst gebunden, gepflückt nicht selbst. Das macht der Gärtner. Also hier... Nachbarn im Garten geschnitten, mit der Taschenlampe. Ja genau, heute früh, ja. Die Blume geschnitten im Garten. Und jetzt das daneben ist dann Ihr Angebot, ja? Ja, das ist ja einiges, ne? Ja, wobei das noch klein ist, das Sortiment. Ja? Zu Ostern hin und so ist das viel größer, auch mit Pflanzen haben wir viel mehr dabei. Jetzt ist es aber noch ruhig und da ist es viel weniger. Und wenn man jetzt Blumen kauft, haben Sie einen besonderen Tipp, dass die Blumen auch schöne lange halten bis zum nächsten Freitag, wo man wieder neu hier kaufen kann? Immer gucken, dass genügend Wasser in der Vase ist. Das ist das Wichtigste. Mehr muss man eigentlich nicht achten. Muss man die Blume unbedingt einschneiden? Ist auch immer besser, weil früher war das so, als ich gelernt habe, hat man gelernt, dass die Blumen unter fließendem Wasser angeschnitten werden. Ehrlich? Ja, aber das ist heute nicht mehr. Okay. Also, dass die besser trinken können? Dass die Schnittfläche nicht antrocknet. Was ist das Schönes? Frischhaltemittel. Aha. Ich mach mal die Schärfe, Moment. So, okay. Zum Beispiel Fructose drin als Nahrung und irgendein Silbernitrat oder Chlor gegen die Bakterien. Fructose, Silbernitrat und Chlor? Entweder Silbernitrat oder Chlor, okay. Je nachdem. Man kann auch einfach einen Tropfen Chlorix oder Domestos reintun und ein bisschen Zucker. Ist dieselbe Wirkung. Ist ja stark. Action. Okay. Das ist ein bisschen Nahrung und ein bisschen gegen die Bakterien. So okay. Halten die Blumen am besten. Oder immer wieder frisches Wasser geben. Okay, und dann halten die bis zum nächsten Freitag und dann wieder neu kaufen? Ja, ja. Erfahrungswert. Und wen darf ich mir überhaupt vorstellen? Ambergs, Blumenstation Heidelberg oder die Flower Station. Unsere Geschäfte. Hier in Sandhausen auf dem Markt. Dankeschön. Oder hier am Markt, ja. Danke, ja, danke. Bitteschön.